Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute eine fachliche Runde von den Entwicklern der Kleinschen Felder und Frau Dr. Petra Wiechel, die Chefärztin der Swiss Mountain Clinic. Wir werden uns heute mal dem Thema Stress widmen und schauen mal, wie da die Erfahrungen sind und welche Möglichkeiten wir haben, da eine gute Regeneration hinzubekommen. Bleiben Sie dran! Hallo, schön, dass ihr alle da seid, lieber Bernhard, liebe Petra, lieber Marco. Ja, heute Kleinsche Felder. Schön, dass Vater und Sohn heute da sind. Und heute haben wir geballte Kleinnamensenergie und wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert. Ich muss immer wieder dazu sagen. Und freue mich natürlich, dass wir heute uns mal dem Thema Stress widmen, wenn du gerade so hier auf meiner rechten Seite sitzt. Ja, Stress ist tatsächlich ein Thema, was inzwischen ja eigentlich alle betrifft. Jeder hat in seiner Lebenslage, in seiner Lebenssituation irgendeine Art von Stress. Wir bekommen es ja in den Anfragen. Stress an sich ist etwas, was ja auch völlig normal sein kann. Stress ist dann ja ein Problem oder wird negativ assoziiert, weil wir dadurch irgendwann in diese Erschöpfungserscheinung einfach kommen. Wenn es uns nicht mehr gut geht, man könnte auch sagen aus der inneren Mitte heraus, weil die Gesellschaft heute wird immer schneller. Es ist immer mehr Reize, die passieren, Leistungsgesellschaft, es wird immer mehr gefordert. Und das führt natürlich zu vielen Dingen, die sich sowohl seelisch, mental auswirken, als auch körperlich. Es gibt ja immer zwei Seiten, aber wenn beides aus dem Gleichgewicht quasi kommt, weil meistens so wie die Seele, so der Körper, so wie der Körper, so die Seele, also der mentale Zustand, beides ist voneinander mit abhängig. Und da haben wir auch sehr, sehr viele Anfragen, weil die Menschen ja schon gehört haben, dass Kleinsche Felder vielen bei Burnout, bei Depressionen helfen. Sie wissen oft gar nicht genau, warum. Sie hören nur Erfahrungsberichte. Aber letztlich geht es ja darum, wie kriege ich es hin, dass mein Körper diesen Stress, diese Art von Belastung eigentlich besser kompensieren kann. Gibt's ja tausende Möglichkeiten, wie man den Körper fördern kann. Genau, aber die Ursachen dahinter, wenn wir den Stress nicht eliminieren können. Wir können aber versuchen, wie bekomme ich es hin, dass ich besser damit umgehen kann, dass mein Körper das besser verkraften kann. Ja, und deswegen kann Petra wahrscheinlich gleich einiges dazu sagen, weil es natürlich immer ein Bereich, ob es jetzt Mikronährstoffe ist, ob es mental natürlich, beginnt ja schon mit Meditieren, was einigen hilft, einfach von der geistigen Komponente. Aber wenn man versteht, wie groß die Problematik im Bereich Zellversorgung, Durchblutung, überreiztes Nervengewebe und Zweifel, Thema Gehören. Vielleicht möchtest du dazu ein bisschen was sagen. Ja, ich würde bei Petra gerne nochmal, danke Marco, fragen. Stress ist ja ein großer Begriff und die Menschen kommen ja zu dir in die Klinik. Und wie kann sich wirklich auch ein Stress zeigen? Das kann sich ja ganz auf verschiedenen Ebenen äußern. Ja, es ist ja ein Wort. So. Mhm. Und ein Wort verdeutlicht, dass auch es immer eine Reflexion, also meine Wahrnehmung vom Leben verändert meine Körperchemie. Das heißt, ich kann die ganze Nacht im Regen stehen, wenn ich verliebt bin. Gar nichts wird mir passieren. Aber wenn ich angeschlagen bin, wenn ich seelisch belastet bin, wenn ich mit einer Lebenssituation umgehen muss, und wir unterscheiden deutlich von einem Stress, der gesund ist, der auch mir Leistung abfordert, der mich auch heute zu einem Menschen macht, der dem Leben mit einer unglaublichen Kraft ausgestattet ist. Das Immunsystem ist über Millionen Jahre geschliffen, mit allem umgehen zu können. Also es gibt dagegen keine Alternative. Aber das setzt voraus, dass das Leben sich an Reklamationen oder wie nennt man das, an gewisse Ordnung bindet. Und der Körper obliegt in dieser Aufgabe natürlich 24 Stunden dem Leben zu antworten, sich anzupassen. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und solange ich dem Leben gegenüber angepasst lebe, das heißt, Hippokrates hat schon die sechs nicht natürlichen Dinge genannt, wenn ich aktiv
bin, dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass mein Körper irgendwann auch in die Ruhe kommen darf. Wenn ich trinke im Sinne von Dinge, die nicht gut sind, dann muss ich auch mal Abstinenz halten. Wenn ich immer wieder meinen Körper mit zu viel Nahrung überfordere, dann muss ich auch mal fasten. Und so sind es Dinge, die natürlich die Anpassungsfähigkeit über das sogenannte autonome Nervensystem mich dann zu einem Menschen machen, der regulativ die größte Regulation aufweist. Und wer gut reguliert, funktioniert. Weil daran ist die Aktivität und die Anpassungsfähigkeit unseres Körpers gebunden. Das heißt, ob mein Herz schnell schlägt oder langsam schlägt, kann ich nicht beeinflussen. Aber die Gefühle tun es. Und wenn jetzt das Bewusstsein sagt, er liebt mich nicht mehr. Okay, ich will ja auch keinen Mann, der mich nicht liebt. Was soll's? Er muss mich ja nicht lieben, wenn es etwas gibt, was er an mir nicht liebt. Dann muss ich das verstehen, weil niemand muss den anderen lieben. Aber wenn ich damit nicht fertig werde, dann wird vielleicht das Bewusstsein sagen, es ist besser, er sagt es mir jetzt, als dass ich ihm was vorspielen muss. Und Unterbewusstsein, das Gefühl ist so enttäuscht, deprimiert, verletzt, dass damit in dem Zusammenhang unglaubliche Mechanismen ständig den Stress verarbeiten. Und in der Evolution war es ja nicht der Stress zwischenmenschlich vordergründig, sondern die Angst, ich werde gefressen oder wir wissen das alle. Und dieses Programm sorgt dann auch dafür in dieser Aktivität, dass die Kräfte versehentlich anders verteilt werden. Weil in der Evolution musste ich dann die Kraft haben, mich gegenüber einem Sägezahntiger oder was weiß ich, Büffel, auf den Bauen zu bringen. Und diese Kräfte stellt dir der Körper bereit. Diese körperliche Intelligenz ist unglaublich ein Vielfaches höher als unsere menschliche. Da stehen wir erst am Anfang zu verstehen, was wir alles dennoch vermögen. Und die steuert uns. Und die schützt uns. Wir wollen das immer gar nicht wahrnehmen, aber die schützt uns. Das ist etwas sehr Positives. Und ich glaube, in diesem Rahmen muss ich das alles verstehen, dass das Unterbewusstsein, das Gefühl mich steuert und mir Stress macht. Und dafür haben wir natürlich heute unglaublich viele Dinge im Einzelnen. Und reflektieren wir nochmal bewusst, mit welchem Instrument Stress uns gemacht wird. Das findet in unserem Kopf statt. Also ich kann mir das auflegen, weil ich unsicher bin, weil ich unwissend bin, weil ich was Richtiges tun möchte, aber es nicht besser weiß. Oder ich kann mit einer Haltung kommen und auch Menschen zuhören, die mir erklären, dass ich der Schlüssel bin und mit Informationen ein anderes Bewusstsein darauf geben kann. Und dann reguliert sich schon Stress von ganz allein. Bernhard, du hast ja die kleinsten Felder entwickelt. Wann hat für dich in der Entwicklungsphase das Thema Stress angefangen, eine Rolle zu spielen? Eigentlich von Anfang an. Weil es war täglich, hat man ja auch selber mich dann festgestellt, okay, den hat man nicht, den macht man sich. Und das erstmal zu verarbeiten, dass es emotionale Geschichten sind. Oftmals haben Atemübungen mir dann gut geholfen. Also Atemübungen, die das abgebaut haben wieder. Ich merkte dann regelrecht, wie das nachließ. Bewegung war so ein Schlüssel, nach dem Motto hin und her gehen. Deswegen würde ich auch jeden Abend, der abends einen Krimi guckt, der im Stress macht, weil er sich in die Situation reinfühlt und danach schlafen geht und sich wundert, dass er nicht schlafen kann, weil er Adrenalin und Cortisol, alles, was er da aufgebaut hat, gar nicht abbaut. Dann wäre es schon mal schön, wenn er als Lösung sich anfängt zu bewegen, damit der Körper auch eine Möglichkeit hat, das wieder zu kompensieren, was er da gerade psychisch aufgebaut hat, weil er war ja geistig bei der Szene dabei, die ihn dann gefesselt und eigentlich auch Stress ausgelöst hat. Ob das jetzt im Beruf ist, eigentlich geht es überall. Für mich war das von Anfang an ein Thema, weil viele Organe reagieren natürlich darauf, wenn der Körper sagt, ich muss fliehen, dann werden andere Organe unterversorgt, dann kümmert er sich nicht unbedingt jetzt um die Darmflora, weil da hat er für Zeit, wenn er wieder in Ruhe ist. Deswegen hatte ich auch am Anfang immer am Wochenende Probleme. Die ganze Woche hatte ich nichts, kaum war ich zu Hause, Kopfschmerzen,
Ich kriege ja schon zu hören, was machst du eigentlich unter der Woche, wenn du jede Woche krank bist. Ich habe so eine Birne. Das heißt, ja, weiß ich auch nicht. Also immer, wenn der Körper zur Ruhe kam, dann sagte er, jetzt darf ich mal melden. Vorher hat er gar nichts gemeldet. Es läuft im Untergrund ab. Erst als ich das im Griff hatte, hatte ich plötzlich keine Kopfschmerzen mehr. Also wirklich mental. Super, ja. Marco, du bist ja in der Forschung. Wie überprüft ihr diese Stressgeschichten? Es gibt ja eben gerade die Herzvariabilitätsmessung oder solche Geschichten. Genau, wir schauen bei uns natürlich drauf, weil das Mentale ist immer das, was die Menschen für sich auch selber irgendwo, ob es durch Tipps, ob es durch Ratgeber ist, aber es ist eine Sache, die man für sich selber, es kann einem keiner abnehmen, die Einstellung dazu. Aber das geht eben das Mentale und dann gibt es aber auch das physische, körperliche. So, das Mentale kann sehr viel im Physischen positiv beeinflussen. Man kann natürlich aber auch der Physis helfen, das Mentale wieder ein bisschen in die gerade Richtung zu bringen. Ob es jetzt Mikronährstoffe sind, die bei Stress natürlich deutlich mehr verbraucht werden. Aber insgesamt war für uns in der Forschung wichtig zu schauen, wie sieht es denn mit der Versorgung der Zelle aus? Weil natürlich Mikronährstoffe sind die eine Thematik, kommen die aber auch bei der Zelle an. Thema Blutversorgung ist nur ein Kernpunkt bei uns in der Forschung, dass eben durch fließfähiges, leistungsfähiges Blut, das, was man an Nährstoffen aufnimmt, egal ob aus vielleicht gesunder Ernährung, Nahrungsergänzung, der verschiedene Quellen, dass es bei der Zelle angelangt, weil da brauche ich die Zellenergie, damit die Zelle am besten arbeitet. Jede Zelle hat ja auch eine eigene Entgiftung, logischerweise, die dann mit wichtig ist. Das eine ist also das Thema Zellleistung. Generell durch Versorgung, Sauerstoff ist nun mal das Wichtigste für die Zelle, wenn sie viel Durchblutung bekommt, wobei Stress teilweise ja dann eben gewisse Organe, was dann in der Stresssituation benötigt wird, besonders gut durchblutet werden, wo der Blutdruck sogar auch mit hochgeht. Das ist vom Körper so vorgesehen, Adrenalin mit ausgeschüttet wird. Aber andere Organe sind dann natürlich unterversorgt. Und die Unterversorgung, das kann natürlich dann Probleme bürgen, wenn die Zellleistung durch diesen ständigen Dauerstress in gewissen Zellbereichen dann eben mit der Zeit nachlässt. Einfach Versorgungsthematik. Das war also der eine Punkt, wo wir natürlich feststellen konnten, dass mit kleinsten Feldern die Zellleistung einfach immens hochgeht. Durch mehr Sauerstoffzufuhr, die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle sind nun mal für alles im Körper mit auch zuständig, dass es gut funktioniert. Wenn die natürlich wieder eine bessere Leistung kommen, dann ist dieses physische Potenzial da, dass es dem Seelischen dann auch wieder besser gehen kann, weil einfach die Energie bereitgestellt wird, wenn mein Gehirn nicht richtig abschalten kann. Thema Gehirn, kommen wir gleich dazu. Dann kann ich nachts natürlich auch schlechter schlafen, ich erhole mich schlechter, dementsprechend habe weniger Energie für den Tag und dann hat man einen kleinen Teufelskreis, in dem man sich bewegt. Deswegen war Durchblutung das eine Thema, das war schon natürlich sehr, sehr lange bekannt und was noch nicht so lange bekannt ist, aber umso interessanter geworden ist, weil wir eben, wie ich schon anfangs sagte, eben auch Erfahrungsberichte bekommen von Patienten mit Depressionen und auch Burnout, die plötzlich sagen, eine Zeit lang nicht gearbeitet, teilweise sogar Jahre und wieder ins Berufsleben kommen, weil einfach physisch gesehen mit der erhöhten Zellleistung, mehr Sauerstoff, dachten wir, dass das die einzige Thematik ist, warum der Körper sich dann wieder so viel besser zeigt, dass sie wieder ins Berufsleben einsteigen können und es dann einfach mental deswegen auch besser geht. Inzwischen wissen wir, es ist nicht nur die Zellleistung, sondern nach Studien zum Beispiel von der Universität Mainz in 2020 abgeschlossen, hat man auch EEG-Messungen gemacht. Also für die es nicht wissen, EEG ist quasi eine Haube mit vielen Elektronen und daran kann man die Hirnströme messen und theoretisch quasi so in den Kopf reingucken, welches Areal macht eigentlich gerade welche Aufgabe. Und da war sehr interessant eben, dass man messen konnte, dass kleinste Felder die Hirnaktivität unheimlich anheben. Jetzt würden manche sagen bei Stress, Gottes Willen, ich will ja nicht noch mehr aufgepusht werden, sondern eher zur Ruhe kommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich zwei Gehirne vorstellt und eines ist relativ dunkel und eins ist erleuchtet dementsprechend. Es kommt immer darauf an, welche Frequenzbänder. Es gibt eine Alpha-Aktivität, es gibt eine Beta-Aktivität, eine Theta, eine Gamma. Es
es gibt verschiedene Aktivitäten. Und da weiß man inzwischen aus der Forschung, die steckt auch noch relativ in der Hirnforschung in den Kinderschuhen, immer noch, obwohl es ja viele Jahre läuft. Man weiß aber inzwischen, dass die Alpha-Aktivität, da sagt man so in der Medizin, ist unsere Wohlfühlaktivität. Da fühlen wir uns gut. Ich habe oft mit Studenten gesprochen und gesagt, ja, wenn ich da so eine Prüfung bekomme auf den Tisch, dann überlege ich, ah, wie löse ich denn die Aufgabe? Dann kommt man in eine Beta-Aktivität, das ist die alarmierende Konzentration, da weiß man auch gar nicht, wie soll ich das lösen? Oh Gott, jetzt alles bewegt sich im Kopf und irgendwann merkt man das bei einer Prüfung, um ein Beispiel zu bleiben, man kommt in diesen Tunnel rein, in diesen Flow, wo man sagt, ach ja, das mache ich so. Und dann ist man in diesem Zustand, man ist immer noch konzentriert, aber eine Alpha-Aktivität. Und das ist eben, wenn der Körper dadurch zur Ruhe kommt, logischerweise, passieren auch weniger Nervenaussendungen im Zweifel. Und dass das Nervengewebe, was sonst sehr stark getaktet ist, weil wahnsinnig viele Reize, man ist aufgewühlt in der Form, wenn das Gehirn leichter zur Ruhe kommt, zeigt sich das natürlich im gesamten Tagesverlauf, in der Nacht besonders. Die meisten haben da natürlich die Probleme, weil gleichzeitig eben das Thema Gehirn, was viele unterschätzen, dass sie oft sagen, das eine ist der Darm und die Durchblutung und dann gibt es noch das Gehirn, als wenn das getrennte Prozesse sind. Das ist nicht der Fall. Das heißt, selbst wenn ein Gehirn Nervensignale aussendet, wirkt sich das sogar auf die Durchblutung aus. Also nicht nur der Bluthochdruck, sondern an den Gefäßen laufen eben auch Nervenbahnen entlang. Und wenn da ein ist der Stromimpuls, wenn der durchgeschossen wird, hat das Gefäß eine Muskulatur, muss sich kurz zusammenziehen. Wenn ich jetzt aber ganz viele Nervenaussendungen habe, dann zieht sich dieses Gefäß immer weiter und immer öfter dann zusammen. Und so quasi, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, man drückt sich selbst die Durchblutung ein bisschen ab. Und je entspannter man ist, desto besser kann das auch funktionieren. Deswegen ist Durchblutung Zellleistung, aber auch eben das Gehirn von der Leistungsaktivität, dass es in diese Entspannungsphasen kommt, ein ganz wichtiger Aspekt. Petra, in der Klinik habt ihr jetzt diese Praxiserfahrung mit den Patienten. Wo setzt ihr die kleinsten Felder denn ein? Naja, wenn man biologisch arbeitet, so wie wir, dann geht es ja immer um das Herstellen wieder der normalen, gesunden, fundamentalen Lebensbedingungen. Mhm. Und du hast es ganz schön gesagt, Durchblutung. In der Medizin heute geben wir Ausdruck für eine gute Durchblutung, indem wir mal die Karotte, die große Hauptschlagader, anschauen und sagen, toll. Das ist aber eine achtspurige Autobahn zu dem, was der Körper 24 Stunden wirklich jeder Zelle bieten muss, nämlich den Sauerstoff präsent zu haben. Das Leben ist da ziemlich. Auf der einen Seite ist das Leben unglaublich weit anpassungsfähig und hat Möglichkeiten, aber irgendwann wird es dann auch filigran und da ist das Letzte, was das System zusammenbrechen lässt. Und diese Verletzlichkeit ist es, die eine Zelle nur begrenzt kompensieren kann, weil wenn der Sauerstoff nicht regelmäßig da ist, hat es Folgen für die Zellgesundheit. Und darum kümmern wir uns, weil das sehen wir. Und deshalb sind die kleinsten Felder für uns eins der wichtigsten, auch Basiselemente, will ich es mal sagen, um einem Organismus, der ja auf ganz vielen Grundlagen krank geworden ist, erstmal unterstützend eine Brücke zu bauen, auf kapillärer, auf zellulärer Ebene besser zu agieren. Jetzt, wo du gerade sagst, die Überprüfung, macht ja keinen Sinn, die achtspurige Autobahn, wenn die mal zu ist, dann ist ja eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Oder wie kann ich, also klar kann man es nochmal regeln, aber ja, das Leben, ne, ob du einen Schlaganfall kriegst oder einen Herzinfarkt, hängt ja nicht davon ab, ob die Karotte zu ist oder ein zu führendes Gefäß. Ich wage in der Beobachtung 30 Jahre zu behaupten, dass wenn die Kompensation durch die Mikrozirkulation und der Zuschauer möge sich das vorstellen, also am Anfang ist die Aorta hier wirklich mit achtspurig und dann verändert sich ja dieser Querschnitt der Gefäße, der Arterien. Und am Ende ist es nur noch filigran. Und die roten Blutkörperchen, die dafür verantwortlich sind, die müssen sich ja schon ein bisschen anstellen und die müssen eine hohe eigene Flexibilität haben, sonst können die da nicht durch. Aber dahinter sitzt die Herzzelle, dahinter sitzt die Leberzelle, dahinter sind die ganzen Hirnzellen. Und das ist elementar, dass
Allerwichtigste, damit Information, Licht, Nährstoffe überhaupt an die Zellebene kommen. Und deshalb arbeiten wir damit, und ich merke einfach, es ist wieder eine im Moment passiv-aktive Unterstützung, die ich gebe bei den Infusionen zum Beispiel. Meine Infusion, die ich gebe mit Informationen, Mikronährstoffen, ist doch für nichts, wenn sie nicht auch dahin gelangt. Und das macht es natürlich, oder das erste Erlebnis war, oder besser, wir geben es auch Menschen, dass sie darauf schlafen können. Sie können es mal fühlen, verändert sich mein Schlafverhalten. Und der erste Patient, der darauf schlief, war jemand mit einer schweren kardialen Insuffizienz. Das heißt, das Herz pumpt nicht mehr stark genug und immer solche Beine und Wassertabletten. So. Es war unglaublich, was da in der Nacht passiert ist. Und es war unglaublich, was daraus gefolgt ist, wie der Körper seine Kompensation zurückgefunden hat, das Herz, dem schwachen Herz nicht alle Arbeit zu überlassen, sondern die Peripherie geöffnet hat. Und damit war es eine unglaubliche Entlastung, die in dieser Nacht dramatisch war. Der musste 12-mal raus, aber die Füße waren nie mehr so geschwollen, weil er etwas in die Hand bekam, was eine Regulation öffnete, die er selber nicht in der Lage war. Denn diese Luftnot, dieser Stress, dieses Leben immer nur langsam tun können, weil das Herz, beziehungsweise ist ja nicht ein Problem nur allein des Herzens, sondern in dem Moment immer einer auch Stress. Stell dir mal vor, das Herz pumpt gegen einen Widerstand, das belastet es doch. Und jetzt öffnet der Widerstand wie so eine Staumauer, die du öffnest, dann geht ja auch, das ist ja eine Kraft oder Verteilung, eine ganz andere Kraftverteilung. Und das war für mich damals am Anfang ein sehr schönes Erlebnis zu beobachten. Ganz viele kleine Dinge können wir gar nicht im Moment verobachten. Wir messen das auch nicht daran, geht mir viel besser. Nee, da wo ich dich abhole, ist so viel passiert. Gib doch deinem Körper Zeit. Und mit der Zeit wird er verändern. Darauf darfst du 1000%ig vertrauen. Aber gib ihm Zeit. Und es hat ganz viel Zeit gebraucht, bis er in diese gesundheitliche Situation gekommen ist. Und das sind so wie so Mosaiksteine, weißt du? Und dass der dann dir zeigen wird, dass er besser in der Lage ist, das musst du ihm gewähren und da musst du ihn unterstützen. Was sind für euch so diese Stressfaktoren, gerade wenn ihr in die Anwenderbeobachtung geht? Worauf legt ihr da so ein bisschen den Fokus? Gibt es welche mit Depressionen oder schon vielleicht Antidepressiva oder Burnout-Fälle? Wo ordnet ihr das so ein bisschen ein und was macht ihr da für Beobachtungen? Also ich persönlich, wir haben das ein bisschen getrennt. Im deutschen Bereich, in Europa, er macht Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich. Das heißt, ich habe gar nicht so einen speziellen Fokus, weil ich weiß, dass sich die Mikrozirkulation auf alle Organe bezieht. Ob ich ein Pfeifen im Ohr habe, weil das ein Innenohr durch Blutung ein Problem ist, oder ob ich einen diabetischen Fuß habe, wo das Blut nicht mehr richtig hineingeht, kann ich nicht sagen, das Ohr ist jetzt wichtiger als der Fuß oder umgekehrt. Ja. Ich habe da keinen Fokus. Ich weiß nur, dass ich bei Stress damals dann mit angefangen habe mit den Kleinschenfelder Folien, die ich mir in den Nacken reingelegt habe. Und nach ca. 90 Minuten war mein Kopfschmerz nicht mehr da. Nach dem Motto, die Muskulatur war so verhärtet durch die Anspannung, Dauer, bin auch noch viel Auto gefahren, viel unterwegs, tausende von Kilometern. Also das war oben alles verhärtet und es hat sich dadurch etwas gelöst, weil mehr Kapillarentblutung wieder. Der Muskel hat sich entkrampft, hat den Druck von den Nerven genommen. Und schon ging es mir gut. 90 Minuten hat das bei mir gedauert. Bei anderen hat es nur 60 Minuten gedauert. Das kommt also auf die Verhärtung an, wie viel. Bei mir war es ziemlich extrem. Das ist ein total schönes Beispiel, was du sagst, aber bitte auch irgendwo dem Zuschauer deutlich machen, das können wir im Moment Hilfsmittel sein. Ja, klar. Und dann mache ich das jeden Tag und so. Ursache wäre schon schön. Es ist viel, viel mehr. Ja. Aber daran sieht man schon sehr schnell eine Wirkung. Aber der Körper besteht aus
einem Kapillarnetz, ne? Das sind so diese kleinen Haargefäße, das ist Erde-Mond-Abstand. 77% der gesamten Durchblutung ist auf dieser Ebene und sie ist heute nicht Gegenstand dessen, was wir medizinisch tun. Mhm. Deshalb ist es schwer zu verstehen, das ist ja jetzt ganz einfach, mache ich das. Es ist ein Hilfsmittel, ein wichtiges und wertvolles Hilfsmittel. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach unterstützt, um in die Selbstregulation zu kommen, dadurch aber auch in eine gewisse Kraft, um auch mal wieder eine Veränderung im Leben anzustoßen. Genau. Um zu sagen, ich komme morgens besser aus dem Bett, ich habe eine andere Dynamik, ich schaffe es vielleicht einmal spazieren zu gehen, an die frische Luft, dann habe ich wieder, also dass man da einfach... Das ist das meiste tatsächlich, was wir hören. Also wenn wir in Bezug auf Stress, Depression, Burnout, Existenzängste, aus vielerlei Hinsicht, nicht nur gesundheitlich, sondern auch beruflich, das kann wahnsinnigen Stress natürlich auslösen. Druck, Belastung, gerade auch familiär. Wir haben hauptsächlich in dem Bereich die Erfahrung bekommen, dass es gar nicht die Depression war, was sich gelöst hat, sondern einfach Prozesse wie das Schlafverhalten, weil es gibt Menschen, entweder die können nicht einschlafen, dann gibt es die, die stundenlang nachts wach liegen, weil sie nicht durchschlafen können. Dann gibt es aber auch andersrum die gar keine Schlafprobleme haben, aber sich morgens nach dem Aufstehen so gerädert fühlen, als wenn sie nochmal 10 Stunden schlafen könnten. Das heißt, ganz viel zeigt sich oft an der Schlafqualität. Jeder zweite Erfahrungsbericht spricht davon, besser einschlafen, besser durchschlafen oder morgens einfach ein bisschen energetischer sein, wo sich natürlich ein Prozess dann in Gang setzt, dass die Leute deswegen auch den mentalen, sich den Herausforderungen wieder besser stellen können. Aber dieses nächtliche, das kann man sich kaum vorstellen. Ich habe letztens wieder einen Erfahrungsbericht, eine Dame, die 20 Jahre lang Schlafprobleme hatte. Einschlafen konnte sie ganz gut, aber sie lag 2-3 Stunden mindestens in der Nacht wach. Dann sagte sie, das hat bei ihr 2-2,5 Wochen gedauert. Komplett durchgeschlafen, hat gesagt, sie ist total happy und sie freut sich einfach. Sie hat zwar gemerkt, ihr Körper hat deutlich mehr geschwitzt in der Nacht. Das war für sie befremdlich, weil natürlich gerade in den ersten Wochen durch eine Unterstützung der Durchblutung ja auch Entgiftungsprozesse plötzlich angeschoben werden können. Sagt sie, das lässt aber inzwischen auch nach. Das ist meistens immer für einen kurzen Zeitraum, aber allein nur wegen der Schlafthematik, sagt sie, ich fühle mich ganz anders und das macht natürlich vieles aus. Super. Ja, spannend. Ich glaube, wir bleiben da noch ein bisschen dran. Wenn wir nochmal in der Runde zusammenkommen, würde ich mich freuen, einfach auch nochmal deine Erfahrungen über die nächsten Monate, Jahre nochmal anzuschauen. Und danke, dass ihr da wart und bis bald. Danke. Danke. Liebe auch Zuschauer, danke. Ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen für Ihren Stresslevel zu regulieren. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wundervolle Zeit. Bis bald und tschüss.